Miriam und Felix waren letzten Samstag zusammen im neuen Spider-Man-Film. Miriam schwärmt noch 3 Tage später davon. Das Beste war definitiv die Szene, in der Spider-Man das Hochhaus schnurstracks bis nach ganz nach oben geklettert ist. Und das ganz ohne Schwierigkeiten. Stimmt, das war wirklich cool. Felix überlegt eine Minute. Aber wie ist es denn überhaupt möglich, dass Spider-Man nicht von der Wand fällt? Miriam setzt sich an ihren Computer. Gute Frage. Mal sehen, was das Internet dazu sagt. Schau mal, hier gibt es ein Video dazu. Klettern wie Spider-Man ist keine Magie, es ist Wissenschaft. Möglich machen das sogenannte Van der Waals-Kräfte. Das sind Anziehungskräfte, die zwischen Atomen oder unpolaren Molekülen ausgebildet werden. Ihr Name stammt vom niederländischen Physiker Johannes van der Waals. Wie diese Wechselwirkungen zustande kommen und bei welchen Verbindungen sie vorkommen, klären wir in diesem Video. Nehmen wir als Beispiel ein Heliumatom. Es besitzt 2 Protonen im Kern und 2 Elektronen in der Hülle. Nach außen hin weist es aber keine Ladung auf. Denn die 2 positiven Ladungen im Kern werden durch die 2 negativen Ladungen in der Hülle genau ausgeglichen. Allerdings sind die Elektronen in der Hülle beweglich. Es kann also vorkommen, dass sich kurzzeitig beide Elektronen auf einer Seite des Atoms befinden. Das heißt, die Elektronen sind einen kurzen Moment lang ungleichmäßig verteilt. Das Atom ist ein kurzzeitiger Dipol. Man spricht auch von einem spontanen Dipol, denn die asymmetrische Ladungsverteilung hat sich von selbst ohne äußeren Auslöser gebildet. Dieser spontane Dipol hat Auswirkungen auf die Elektronenverteilung von Nachbaratomen. Nähert er sich einem anderen Heliumatom, so werden in der Hülle dieses Atoms die Elektronen verschoben. Dies beruht auf dem Prinzip, dass sich gleichsinnige Ladungen abstoßen. Auch das 2. Heliumatom ist nun ein Dipol. Dieser ist aber nicht spontan entstanden. Man spricht von einem induzierten Dipol. Der Begriff stammt vom lateinischen Wort indugere, was führen oder leiten bedeutet. Das 2. Atom wurde vom spontanen Dipol dazu verleitet, auch eine asymmetrische Elektronenverteilung auszubilden. Jetzt liegen die Voraussetzungen für die Van der Waals-Wechselwirkungen vor. Darunter versteht man eine elektrostatische Anziehungskraft zwischen einem spontanen und einem induzierten Dipol. Da die Dipole nur kurzzeitig entstehen, ist die Van der Waals-Wechselwirkung nur sehr schwach. Außer in Atomen können Elektronen auch in Molekülen ungleichmäßig verteilt sein. Daher treten Van der Waals-Wechselwirkungen auch zwischen unpolaren Molekülen auf. Beispiele für unpolare Moleküle sind die Alkane. Sie kommen in Erdgas, Benzin oder Kerzenwachs vor. Wir vergleichen 2 Alkane mit der Summenformel C5H12, nämlich Pentan und 2,2-Dimethylpropan. Der Siedetemperatur von Pentan beträgt 36,1 Grad Celsius. Es ist bei Raumtemperatur flüssig. 2,2-Dimethylpropan siedet schon bei 9,5 Grad Celsius und ist daher bei Raumtemperatur ein Gas. Da die Masse beider Moleküle gleich groß ist, kann der Unterschied in der Siedetemperatur nur auf der zwischenmolekularen Wechselwirkungen beruhen. Das langgestreckte Pentanmolekül hat eine große Oberfläche. Über die gesamte Oberfläche können Elektronen ungleichmäßig verteilt sein. Daher können die Van der Waals-Kräfte sehr gut ausgebildet werden. 2,2-Dimethylpropan ist eher kugelig gebaut und besitzt dementsprechend nur eine kleine Oberfläche. Es gibt nur wenig Kontaktfläche zwischen 2 Molekülen. Die Van der Waals-Wechselwirkungen sind in diesem Fall schwächer. Denn je schwächer die zwischenmolekularen Anziehungskräfte sind, umso weniger Energie benötigt man, um sie zu überwinden. Fassen wir zusammen. Van der Waals-Wechselwirkungen kommen bei unpolaren Atomen oder Molekülen vor. Es sind sehr schwache zwischenmolekulare Wechselwirkungen. Je größer die Oberfläche eines Atoms oder Moleküls ist, umso mehr Van der Waals-Kräfte können ausgebildet werden. Felix schaut Miriam mit großen Augen an. Heißt das, dass Spider-Man Van der Waals-Kräfte beim Klettern benutzt? Wow, Wissenschaft ist echt spannend. Und das klappt nicht nur bei Spider-Man. In diesem Artikel hier steht, dass auch Geckos mithilfe von Van der Waals-Wechselwirkungen an Wänden haften können.